Hallo und herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Morgen auch in den deutschsprachigen Raum. Mein Name ist Florian Markus, ich bin Digitalisierungsberater. Bei mir ist Dunja Briefing Center und heute sprechen wir über ein Thema, das mir sehr nah am Herzen liegt. Wir haben über die letzten Wochen sehr viel darüber gesprochen, wie Digitalisierung in verschiedene Branchen einführen können. Heute sprechen wir über einen weitaus grundsätzlicheren Teil dieses ganzen Unterfangens. Heute wissen wir schon, dass sich Firmen um die ganze Welt auf webbasierte Kommunikation, digitalen Datenaustausch und natürlich auch Cloud-Lösungen verlassen. Dabei kommen viele Datenmengen zusammen und die Frage natürlich, wie schützen wir diese Datenmengen? Wir wissen, dass wir quasi jeden Tag in den Nachrichten sehen, wie ein neuer Datenschatz ans Licht gekommen ist, der eigentlich im Verborgenen bleiben sollte. Und die Frage ist, wie schützen wir diese Daten? Es geht nämlich nicht nur um den Verlust von den Datensätzen selbst, sondern auch um die Folgen daraus. Das heißt Betriebsunterbrechung, dass dann einfach die gesamte Kommunikation zusammenbricht. Es geht um eventuelle Anklagen vor Gericht und vieles weiteres. Aus diesem Grund haben wir heute Vertreter von drei estnischen Firmen bei uns, die verhindern wollen, dass deutschen Unternehmen ein ähnliches Schicksal bevorsteht. Heute hören wir Präsentationen von Merle Maiker und Hans Ogers von Cybexer. Dann kommt eine Präsentation von Veiko Reime von Mobilab. Und die letzte Präsentation ist von Lukas Ilves von der Firma GuardTime. Bevor wir aber mit den Präsentationen beginnen, möchte ich Sie mit dem digitalen Konferenzequipment etwas bekannt machen. Wir haben zuerst eine Applikation namens WhatsApp, mit der Sie unter dem Reiter Q&A selbst Fragen stellen können oder natürlich auch andere Fragen mit einem Like unterstützen, wenn Sie auch diese Frage hätten stellen wollen. Im Networking-Bereich können Sie sich auch ein Profil zusammenstellen, was wir sehr wichtig finden, weil Sie dort anmerken können, für welche Themen Sie sich besonders interessieren. WorksUp vernetzt dann verschiedene Leute, die ähnliche Interessen haben und so können Sie natürlich auch andere Menschen kennenlernen, mit denen Sie Erfahrungswerte und Kontakte austauschen können. Kommen wir aber nun zu unserer ersten Präsentation von einer Firma namens Cybexer über Cybersicherheit und was das alles mit uns, den Menschen, zu tun hat. Hallo, schön heute hier zu sein. Ich werde heute auf Englisch über die Stärkung des menschlichen Elements in der Cybersicherheit in Krisenzeiten sprechen. I have the privilege of having seen cybersecurity from many different angles. First, I've seen it from the government perspective, most recently as the director of NATO Cooperative Cyber Defense Center of Excellence. Before that, as working as the National Security Advisor for the President of Estonia. Within these jobs, I was regular of the Münchner Sicherheitskonferenz for about 5-6 years. I now look at cyber from the private sector as I work as the Executive Vice President for Cybersecurity at an Estonian cybersecurity company called Cybexer Technologies. Cybexer Technologies is a NATO-awarded company with a mission to empower people in ensuring their cyber defense. We provide governments, international organizations, and private enterprises with cyber awareness training environments, cyber range-based research and development, and large-scale sophisticated cyber training exercises. Now, you might wonder, why should a German company use Estonian enterprise to do training? Why should we be trusted? Well, I can say that the German government has trusted us, so perhaps so can you. Back in 2017, as part of the Estonian EU Council presidency, Cybexer's online training platform was used to deliver the first time ever EU defense ministers tabletop cybersecurity exercise. Then German Defense Minister Ursula von der Leyen liked the experience so much that she invited Cybexer to repeat the tabletop exercise in Berlin in January 2018 to the German Federal Defense Minister's management. Last summer, Cybexer's Stratex online platform was used
in a series of scenario-based policy discussions for European Union ministers of internal affairs in Helsinki as part of Finnish EU Council presidency. For the past couple of months, coronavirus has closed our cities, our offices, our schools. The web remains our lifeline. As we are told to work from home and stay away from others, we growingly rely on the cyberspace in getting news, in ordering food, in staying in touch with our extended families, or in organizing conferences like this here. Unfortunately, cyber criminals have also aggressively taken use of this crisis. We have seen increase in cyber fraud, in cyber attacks and cyber crimes. Hospitals, research centers, and many different enterprises and private companies have seen attacks and phishing emails, ransomware, DDoS attacks, malware and data stealing apps applied. How to counter this? One way would be for employees and enterprises to support the employees in their cyber awareness training. But then again, one wants to carefully think where to invest money in these difficult times, how to make sure that the training is really effective. Here, I would like to share with you an idea, a solution from the Estonian digital experience of fighting coronavirus. And what we offer, what CyberXR Technologies offers, is a cyber awareness training, or what we call it in Estonia, a cyber hygiene mapping course, as well as a comprehensive risk assessment for the whole enterprise. What this is a platform that incorporates both online course and a risk assessment matrix for you as an employer. What an enterprise can get out of this 30-40 minute course is a comprehensive risk assessment covering various areas, such as the employee's personal attitude, knowledge about security and technology, exposure to social media, and the effects of corporate culture. I would now like to give word to my colleague Hans, who will walk you through how this course functions in a couple of minutes. Guten Tag, liebe Damen und Herren. My name is Hans Logas, and I work as an analyst at CyberXR Technologies. Thank you, Merle, for giving me a chance to show our viewers a glimpse of our platform. Our company platform can be installed on your premises or in the cloud, and is accessible as a very easy-to-use website. So after logging in, I see my dashboard here. I have a number of courses, and I have not really completed my Cyber Hygiene 3 course. So I start the course and see the first part called quiz. Here I have 10 simple questions which map out my current risks and current threat level and exposure to different risks in cybersecurity. Maybe one question touches on authentication. Do I know what is multi-factor authentication, and in how many accounts do I really use it? Next question touches on the topics of USB memory drives. Another one asks me about if I'm processing or sending or saving work-related information in my personal phone, my personal computing device. Other questions ask me to assess how good am I in recognizing scams, malware, or phishing in reputable websites like Google, or finding them in an emails. After finishing those 10 questions, I get to the core part of the course in the study material. Here I'm presented with 20 cases. These are situations from real life where I have to make a decision or assessment about this case. For example, this is a person called Eva who has to choose a password for her new app. Another case touches on topic about USB drives. This is about Tom, who's transporting a lot of sensitive information on an external drive, but he really doesn't know if you need to
maybe encrypt those documents or leave them plainly readable to everybody. Other cases also present real-life situations where somebody in the office finds confidential documents and really has no idea how to handle this situation without leaking this information externally. Should I really post that information to my social media group chat with the colleagues, or should I bring those documents to the responsible person in the office? Every case has an automated built-in risk assessment. For example, in this case, where a person gets a request from their CEO to transfer a large sum of money to an external business partner. We ask, what would you do in a similar situation? And I can choose the answer that maybe this is a very risky situation and I would seek confirmation from the CEO by phone. Or by executive's direct request, I should make the payment now. Now, if I choose an answer like that, and maybe I leave a feedback that I really think this is a good idea, I press save and I get automated risk assessment about my behavior. Your answer about making the wire transfer based only on one email is not the lowest risk behavior. And we accompany this risk assessment with a learning material that's easy to grasp and understandable and references external best practices, standards, and guidelines. All of the cases, text, images, and references to policies and guidelines can be and will be customized to your organization's specifics to make the training as effective as possible. After completing the three stages in the course, I reach an automated risk profile, which highlights my highest risks and show where I've done pretty good. What makes this risk profile extremely useful is the ability to compare the results across the organization. We have the average of our risk profile here, and we see that our company is doing pretty good in detecting risks in removable media, but we're not so good at detecting risks in authentication or portable devices. Our attitude and discipline is very good, but people tend to make shortcuts and exceptions. So let's compare those results across some other groups, like between managers, specialists, and other users. And we see the results are different. And this risk assessment really helps us highlight the priorities for additional training, additional security technologies, or other mitigations to lower those risks among those respective categories. Thank you very much for your time, and I would really like to show you our platform more thoroughly. So to sum up, we would like to help you to get a tailored cybersecurity comprehensive risk assessment for your company. We help to raise the cyber hygiene skills of your employees. We do that because we believe that in the digitally dependent society, people are the most important resource. And here the rule is simple. Regardless of your age, your job, or responsibility, we all need some cyber hygiene skills to stay safe and to not pose risk to others. Now, for these watching the broadcast, I would like to share a secret. I encourage you to go to our launching website at mycyberhygiene.com and try out free digital cyber hygiene test in German. If you like it, feel free to get in touch with either myself or my colleague Hans, and we can discuss more about solutions for your company. Vielen Dank. Das war doch eine spannende Präsentation und heute haben wir auch die beiden Vortraghalter bei uns. Wir haben einmal Merle Maigre, Executive Vice President für Regierungsbeziehungen bei Cybexer und Hans Logers, der bei Cybexer ein Senior Analyst ist. Herzlich willkommen an euch beide. Wir haben auch schon einige Fragen vom Publikum bekommen. Und zwar, wo seht ihr momentan die größten Risiken in Sachen Cybersicherheit? Where do you see the biggest threats in terms of cybersecurity right now? Well, what we see coming is still phishing emails, mm-hmm. ransomware, bots, and scanning for vulnerabilities. Yeah, I think what Marilyn mentioned, ransomware still is one of the biggest risks to any size of organization, from really very small enterprises up to big corporations, because when the criminals take the data into hostage, they can really force the victim to
pay up or do whatever they want. Mm-hmm. So this remains the biggest risk at the moment. Also ganz kurz zusammengefasst, es geht um Phishing und Ransomware. Das heißt, dass jemand vielleicht Zugriff auf Daten bekommt, diese verschlüsselt und dann gegen ein Lösegeld quasi erpressen möchte. Das ist sowohl bei kleinen Firmen als auch bei größeren Firmen immer noch eine große Herausforderung. Eine zweite Frage, die wir hier haben. Habt ihr nützliche Tipps gegen Cyberkriminelle zu Zeiten des Coronavirus? Can you offer some tips against cybercriminals during COVID-19 as we have it right now? Well, I think that the technology can be as good as it gets, but at the end of the day, it's most important to invest into people and to try to train the people and make them more aware and prepare them to stand against the risks. Because without the people, there's no point. Yeah, absolutely. Do you have any... That's a very good point, actually. Merle, yeah. Was Merle gerade angesprochen hat, ist eben, dass dieses menschliche Element eigentlich der größte Risikofaktor ist. Das heißt, ja, man kann die tollsten Firewalls und so weiter haben, aber wenn der Mensch trotzdem auf alle Links aus allen E-Mails draufklickt, dann ist es mit der Firewall auch nicht so wichtig. Absolut. Eine dritte Frage, die wir noch haben, sind eure Lösungen für Firmen einer bestimmten Größe konzipiert, auch preislich? Are your solutions targeted for a certain size of company? Are they priced for a certain size? How does that look? Well, we want to be very flexible, as in not to leave out anyone because of their size. We serve very small, medium-sized enterprises, but also large corporations. Mm. And we need to be very flexible. I mean, carrying out training and getting some results that you can really bolster your security, this should be available to all organizations, not only very big ones. Yeah, cybersecurity is a matter for anyone, right? Even small organizations can have very important data sets exactly. Inside their organizations. Was Hans gerade gesagt hat, ist, dass natürlich ja, wichtige Datensätze in allen möglichen Firmengrößen vorhanden sein können und dass sie dort deswegen auch flexibel sein möchten, preislich, organisationell und so weiter. Thank you so much for being here. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wir kommen auch schon zu unserer nächsten Präsentation. Wir haben Veljko Reime, Geschäftsführer bei Mobilab, der darüber spricht, wie ein BI-Dashboard realisiert sein muss, damit es uns auch durch schwierige Zeiten führen kann. Good morning, everyone. My name is Veljko Reime. I'm from Mobilab, and today I will talk about how to build a business intelligence dashboard for small and micro businesses. When we drive our car, we continuously check on a speedometer. We need to know how fast we are going, and if the curve is ahead, we slow down a little bit to pass it and then accelerate afterwards. When I work with small clients and companies with the size of a micro business, I tend to see that they drive their business half blindly. So when the virus situation comes, which can be compared with a curve, they might hit brakes too hard and get to the stop, or they might go too fast and not pass the curve at all. So I'm going to give you 6 steps that I go through usually to build the dashboard for a company that helps them to drive the business. The first step for me is always talk to an accountant. So accountant has a very different role in different companies, in different countries. But what I see with the small companies very often is that accountant is good when accountant is invisible. So we give a lot of receipts that we have collected over months, give it to an accountant and hope that we never hear back and the taxes are paid, annual report is made, and that's about it. The problem with this approach is that accountant tends to live in a parallel world where the income statement, the balances, the usual reports that they work on are not reflecting the business structure of my business model. So I can't use that information for a management decision, or the information just comes too late. So when you talk to an accountant, you will make the data available in a way that you can use it later on. The second step for me is always try to identify the main input parameters to your business model. So I'm running a company with 30 people doing software and design,
And my main input is the salaries, because the people is the main asset for me. So 80-85% of my costs are coming from the either salaries or taxes related to the salary. Now I need to know more, because in a small company people work on a different roles, but I need to know which kind of people and how much they work on the projects, so that is actually related to my revenue. Which hours are spent on customer acquisition costs, so that's related to the hopeful future revenue, so how I get more people coming to buy my services. And I also need to know how much I'm spending on overheads, like office management, accounting included, so how much is this part. So once you start tracking time more detailed, that gives you another source of data for your future dashboard. When you have that in place, it's all about bringing it together. So the process is called ETL. It's extract, transform, load. And you can imagine robot walking around and taking data from different sources, putting it into one big database. So data sources could be like a point of sale system. It could be accounting software. It could be a work time log. It could be some Excel sheet that you prefer designed before. And now it all goes to one big database, where on top of you can build dashboards. We use BigQuery from Google for that reason, and we use BigQuery just because it's a good product when you scale up. So if you're small at the beginning as a company, but you're going to grow, then the BigQuery is able to grow with you. But there's a bunch of other tools available for that. Once you have data in one place, it's time to think about the metrics. So it's like a speed on your car. But the problem with the car is that that car was invented 100 years ago. Your company is new, and you don't have exactly the same metrics. So you need to understand how your business model works and what are the KPIs that you need to see frequently. In current virus situation, I've seen companies asking questions like, how long is my runway? So it's a cash flow question. Do I have enough cash to pass the period when my revenue is lower than usual? Cash flow, for example, we can look at the cash on account, but problem with the cash on account is that it's not accurate enough for my decisions, because not all of the cash belongs to me. Some of the cash belongs to my employees because I need to pay the salaries. Some of it belongs to my suppliers because I need to pay the bill. And maybe I even have more cash because I've sent out the invoices, but I haven't received the money yet. So a little bit better KPI for that is net working capital. Second example from a KPIs that I've been asked lately is about how large is my velocity and how big percentage my factory is running on a power. So imagine the salary again. So people are spending time on real client projects, and people are spending time on something else, like meetings and overheads. So utilization rate is a good KPI to describe that how many of ours are billable work and how many are not. So if, let's say, 40% of hours are billable, it means that you're running too low and you might change the gear back. Maybe you need to reduce the team because you might not survive the runway that you have ahead. And if you're running too high, let's say 90% of velocity, then you need to maybe hire more, because after the curve, you're not using the full potential and not accelerating fast enough. Once you have the KPIs, it's time to build the dashboards. So with the dashboards, it's a few rules. It needs to be on a tool that you can actually change yourself. So it's not very good idea to build a website that is fixed and everyone is looking at the numbers on that website. It's better idea to use the tool that you can change, maybe copy, maybe have multiple dashboards, because different roles in a company need different information. We use Google Data Studio, but again, there's loads of tools available that you can use and that are easy to use by any management people. Sixth step for me is kind of unique, because daily my job is to run the mobile-focused agency, right? So mobility is very important. So we actually separate the KPIs that we need on a daily basis, and these we take with us. So we build always a mobile dashboard. And then there are some which we look monthly or weekly on the meetings, and these can be desktop dashboards. So it's important to have some of these dashboards with you all the time. And I can give you an example. So if I'm running a bar,
then I need to know what's happened last night. I need to know what's my inventory state, how many people there were buying my products, and maybe I want to make a small adjustments for like next night, so I need a mobile dashboard telling me that in the morning. So mobile dashboard, take it with you. That's the last step. And really, I genuinely believe that any company can build dashboards themselves, go through these six steps. But if you think that you need help on a technical side or a design side or just an advice, here's my contacts. Feel free to contact me, and I'm happy to help you out. Thank you very much. Das war eine weitere spannende Präsentation zum ganz anderen Thema als das vorherige. Wir haben heute bei uns Veiko Raime, Geschäftsführer bei Mobilab. Auch hier werde ich wieder die Fragen erstmal auf Deutsch, dann auf Englisch übersetzen und danach seine Antworten wieder zurück auf Deutsch übersetzen. Die erste Frage, die wir hier haben, ist: Wie lange dauert es, ein solches BI, also Business Intelligence Dashboard, zu kreieren? How long does the creation process of that BI dashboard take? So it's usually a week when you get the first data, so it's very emotional to get the first data from existing data sources, so it's an exciting moment. Oh, wow, I have this data. And but actually getting into organization and then putting these cycles in a place and maybe some additional data, it takes about 2 months minimum. Okay, so it's a very emotional journey as well, because you get to dig your teeth into data. Yeah, first one comes as a surprise. Wow, I have this already available, and now I can make a decision based on something. But now to integrate these numbers into my decision-making process and cycles takes a bit time. Yeah, also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Die ersten Erkenntnisse kann man aus den Datensätzen schon ziehen nach ein, zwei Wochen. Aber um dann wirklich tief in die Daten reinzugehen und auch alles daraus zu holen, das kann ungefähr 2 Monate dauern. What else do we have here? Müssen neben den technischen Aspekten auch auf der Organisationsebene Änderungen eingeführt werden? In addition to the technical aspects of the whole thing, does the process also require some organizational changes, or how does that work? Quite a few, yes. Because when you don't have so much data in the before, then you kind of used to make a decision based on your gut feeling and emotions. And usually it's correct in a way, but to change from that to kind of factual decision making, and it takes a behavior change as well. So you need to apply that and teach your people in organization to do that as well, and set the targets. Kind of call each other when you don't meet the targets. So it takes quite a few changes in organization as well. Yeah. Also innerhalb der Organisation geht es natürlich auch darum, dass Menschen sehr oft mit dem Bauchgefühl an eine bestimmte Frage rangehen und versuchen, das intuitiv zu lösen. Das kann auch oft funktionieren, aber manchmal unterstützen die Daten eben nicht dieses Bauchgefühl. Und da müssen dann die Leute auch vielleicht etwas umdenken, neu lernen und darüber nachdenken, ob das Bauchgefühl so wirklich richtig war oder ob man sich da vielleicht eher auf die Daten und die Fakten verlassen sollte. I believe that was all for this. Das sind alle Fragen für Veiko. Für den Moment vielen lieben Dank. Thank you very much for being here. Und wir kommen auch schon zu unserer nächsten Präsentation. Und das ist die letzte Präsentation, so wie immer. 3 Präsentationen pro Webinar. Dieses Mal geht es um Vertrauens- und Sicherheitsbedenken gegenüber Cloud-Systemen und wie man diese ausräumen kann. Darüber spricht Lukas Ilves, Geschäftsführer für Strategie bei der Firma Gartheim. Hallo, mein Name ist Lukas Ilves. Ich bin Geschäftsführer für Strategie bei der Firma Gartheim. Wir nutzen unsere einzigartige und höchst skalierbare Blockchain-Technologie, um Herausforderungen in den Bereichen Datenmanagement und Cybersicherheit in kritischen Branchen zu bewältigen, zum Beispiel Telekommunikation, Versicherung, Gesundheit sowie für Behörden in den digitalisiertesten Ländern der Welt. Heute freue ich mich darüber, Ihnen mehr darüber zu erzählen, wie wir unsere Technologien MITRE for Cloud einsetzen, um Vertrauens- und Sicherheitsprobleme in der Cloud zu lösen. Cloud ist eine fantastische Sache. Die Technologien, die in der Industrie 4.0 genutzt werden, KI, 5G, IoT, Edge, benötigen alle eine solide Cloud-Infrastruktur.
Die Option, mit einem Klick riesige Datenströme zu verarbeiten, bietet vollkommen neue Geschäftsmodelle. Und allein in den letzten Jahren können wir dank neuer Entwicklungen im Bereich Virtualisierung äußerst komplexe Systeme mit nur wenigen Codezeilen kreieren. Und für diese Gründe wird Cloud auch immer attraktiver für eine Vielzahl auch an regulierten Industriebranchen, in der Verteidigung, im öffentlichen Sektor und für jede Art von erfolgskritischen Applikationen und Datensätze. Doch es gibt ein Problem. Während Dienstarbeiter damit werben, dass ihre Cloud sicher ist, sehen wir immer wieder weitere Sicherheitslücken und es scheint nicht besser zu werden. Und weil der Einsatz von Cloud-Systemen immer komplexer wird, steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass diese Systeme falsch konfiguriert werden. Und damit werden natürlich auch die Sicherheitsvorkehrungen schwieriger und teurer. Und dazu kommt, dass mit der Cloud große Risiken in den Bereichen Compliance und Regulierung einhergehen, sowie in Sachen Datenschutz als auch bei branchenspezifischen Vorschriften. Und ihr kennt vielleicht alle die Wörter Cloud Act. Für diese Gründe hat zum Beispiel eine neue Studie gezeigt, dass mehr als die Hälfte aller CIOs das Risiko von Sicherheitslücken und deren Ausnutzung bei Clouds für größer hält als bei traditionellen vor Ort eingesetzten Systemen. Die Gründe dafür sind eigentlich ganz leicht. Die Cloud ist ein Computer, der jemand anderem gehört. Das ist ja selbstverständlich. Das Outsourcing ist genau das große Vorteil bei Cloud, da jemand anders die Verantwortung hat, ihre komplexe IT-Systeme zu verwalten. Aber damit gehen auch neue Probleme einher. Man hat als Cloud-Nutzer viele Fragen. Folgt der Anbieter dem SLA? Hat er mir jeden Vorfall gemeldet? Woher weiß ich, dass keiner den Datensatz bereits zum Beispiel an die Polizei gegeben hat? Was ist mit Cyberangriffen? Oder ein Angriff von einem Insider. Und da Cloud-Konfigurationen rund um die Welt immer komplexer werden, werden auch die Probleme immer größer. Traditionelle Cloud-Sicherheitslösungen versuchen, dieses Problem dabei zu lösen, indem sie alle Protokolldateien, alle Logs aus ihrem Cloud-System in komplizierte Big Data und künstliche Intelligenz-Algorithmen einspeisen und dort Sicherheitsprobleme suchen. Aber dabei gibt es eigentlich gleich mehrere Probleme. Der Prozess der sogenannten Ereigniskorrelation ist äußerst komplex und ressourcenintensiv. Da Clouds heutzutage ungemein groß sind, wachsen auch die Protokolldateien oder die Logs zu riesigen Datenmengen. Das Abspeichern dieser Datenmengen wiederum benötigt weiteren Cloud-Speicher und so wird es noch teurer. Und allgemein brauchen Sie für solche Vorgänge ein großes und komplexes Sicherheitsteam und auch Zeit, um die Sicherheitsvorfälle zu finden. Aber das grundlegende Problem ist jedoch eigentlich Folgendes. Im Endeffekt müssen Sie sich darauf verlassen, dass Ihr Cloud-Anbieter Ihnen erzählt, was in der Cloud geschieht. Und dabei gibt es auch vieles, das er Ihnen nicht erzählt. Beispielsweise auf genau welcher Maschine die Daten sich im Augenblick wirklich befinden oder in welchem Lande diese Maschine sich im Augenblick befindet, wo Ihre Daten sind. Und ein Audit ist hier keine Lösung. Ihr Cloud-Anbieter wird vielleicht einmal pro Jahr überprüft, so wie auch Sie. Aber das gibt Ihnen keine Echtzeitauskunft darüber, was tatsächlich im Augenblick mit Ihren Daten passiert. Das bedeutet, dass die Probleme, die wir mit Cloud-Sicherheit haben, sich noch nicht gelöst haben. Der durchschnittliche Schaden durch ein Datenleck beträgt für eine Firma heute 3,6 Millionen Euro. Und viele Vorfälle werden immerhin nur erst Monate oder Jahre später entdeckt. Also das Problem mit der Cloud-Sicherheit heute. Sie suchen nach einer Nadel im Heuhaufen. Dieser Heuhaufen ist in einer Scheune, die einer anderen Person gehört. Und Sie können die Scheune nur am Wochenende inspizieren. Wir finden, es ist Zeit für einen Paradigmenwechsel und deswegen haben wir auch MIDA for Cloud erfunden. Wir haben einen grundlegend anderen Ansatz, der Ihre Cloud in Ihr eigenes Meldesystem verwandelt. Anstatt weit weg von Ihrer Cloud zu sitzen und auf Logs über das Geschehene zu warten, platzieren wir die Kontrollmechanismen gleich innerhalb der Cloud. Wir erfassen die Daten aus allen verschiedenen Konfigurationen darüber, was momentan in der Cloud geschieht. Sicherheitsgruppen, Serverlast, virtuelle Maschinen, Datenspeicher und so weiter. Und wir verwandeln all diese Informationen in einen Gesamtüberblick, die Ihnen Gewissheit über die momentane Situation in Ihrer Cloud gibt. Abgesehen davon, dass Sie einen Einblick in diese verschiedene Cloud-Konfiguration erhalten, gehen wir weiter. Sie können sich auch auf der Ebene einzelner Maschinen umschauen und Informationen erfassen,
die Ihnen kein Log-System anbieten wird. Diese Momentaufnahmen zeigen Ihnen, wie eine bestimmte Konfiguration in diesem Moment aussieht, in der Cloud. Und sie erlaubt es Ihnen, einmal pro Sekunde zu fragen, ob die Cloud auch genau so aussieht, wie sie eigentlich aussehen soll. Oder ob hier irgendetwas schiefläuft. Und das können Sie dann vergleichen mit allgemeinen Sicherheitsstandards, mit Regulierungsanforderungen wie BSI-IT-Grundschutz oder ISO 27000. Und Sie können auch das vergleichen mit den Security Baselines, die Sie mit Ihrem eigenen System erschaffen haben. Dieses System ist in einem Wort bahnbrechend. Sie erhalten in Echtzeit einmal pro Sekunde qualitative, hochwertige und verlässliche Informationen darüber, was in Ihrer Cloud geschieht, inklusive vieler Datensätze, die Ihnen bestehende Überwachungstools einfach nicht anbieten können. Diese Momentaufnahmen werden dann durch Guardtimes extrem skalierbare KSI-Blockchain gesichert. Und das bedeutet wiederum, Sie können sich der Richtigkeit der Daten in diesem Moment vertrauen und natürlich auch später Wirtschaftsprüfung und den Damen und Herren von der Compliance vorlegen. Da Sie nun endlich den Informationen, die Sie aus der Cloud erhalten, vertrauen können, haben Sie mehr Handlungsspielraum. Wenn alles in Ordnung ist, können Sie beruhigt sein, dass Ihre Cloud sich regelkonform verhält und Sie können die unveränderbaren, Sekunde für Sekunde prüffähigen Datensätze zur Sicherheit aufheben. Aber für den Fall, dass etwas mit der Cloud nicht stimmt, können Sie umgehend reagieren. Dazu gehört auch automatische Reaktion. Beispielsweise können Sie sofort alle Aktivitäten auf Ihrer Cloud zum Erliegen bringen, weil Sie wissen, Sie machen diese automatische Entscheidung auf Basis von vertrauenswerten Daten. Jetzt, da unsere Tools in allen möglichen Cloud-Umgebungen eingesetzt werden können, haben Sie auch die Möglichkeit, Informationen aus verschiedensten Quellen auf einem Dashboard zusammenzuführen. Zum Beispiel, Sie können in einer Multi-Cloud-Umgebung mit mehreren Anbietern einen guten Überblick auf einem Dashboard über Ihre ganze Sicherheit kriegen. Das Leben wird auch leichter für Ihre Ingenieure. Anstatt dass sich Ihr Sicherheitstechniker jeden Tag durch Hunderte von Warnungen arbeiten müssen, geben wir ihm oder ihr eine kompakte Übersicht über die Prozessfunktionalität und eine kurze Liste von wichtigen Warnungen. Zusammengefasst, unser bahnbrechendes Cloud-Sicherheits- und Steuerungstool namens MITRE for Cloud gibt Cloud-Nutzern Gewissheit und das in Echtzeit. Das hat viele Vorteile. Erstens kriegen Sie schnellere Erkennung von Sicherheitszwischenfällen, aber Sie können auch Ihre Sicherheitsmaßnahmen automatisieren. Das verlangt wieder weniger Mitarbeiter, die Ihre Cloud aktiv betreuen müssen. Und Sie haben eine vereinfachte, automatisierte Reaktion auf die Zwischenfälle. Und diese Automatisierung und das schnellere Entdecken von Sicherheitsvorfällen, das erlaubt Ihnen, Geld zu sparen. Sie kriegen auch eine ununterbrochene Prüfkette für Wirtschaftsprüfung und Compliance, die basiert auf vor Gericht nachweisbaren kryptografischen Absicherungen. Und das erlaubt Ihnen alles, am Ende des Tages auch in sehr sicherheitsempfindlichen Bereichen mehr Cloud zu benutzen. Also, für jede erfolgskritische Dienstleistung, für Produkte, bei denen Sicherheit das A und O ist und für das Arbeiten mit vertraulichen Informationen in regulierten Industrien oder in Behörden, wir wollen Ihnen dabei helfen, Ihre Organisation in der Cloud nach vorn zu katapultieren. Dabei will ich noch sagen, dass heute habe ich zwar über MITRE für Cloud gesprochen, aber wir haben auch vergleichbare Systeme für 5G, IoT und Edge Computing. Also bitte, schreiben Sie uns gerne eine Nachricht über die Bedürfnisse Ihres Unternehmens. Eine weitere Präsentation, die viele Fragen aufwirft, die zum Nachdenken anregt. Wo ist meine Nadel? Welchen Heuhaufen gucke ich mir an? Und wie oft darf ich in die Scheune reingucken? Das sind viele Fragen und wir haben heute Lukas Ilves, Geschäftsführer Strategie bei Guardtime hier, um diese Frage und auch viele andere Fragen zu beantworten. Wir sehen jetzt schon, dass wir tatsächlich einige Fragen haben. Lukas spricht auch ganz, ganz toll Deutsch. Wieder ein toller Hinweis, in vielen estnischen Firmen finden Sie Personal, das ausgezeichnet Deutsch sprechen kann und Ihnen natürlich auch bei Ihren Fragen gerne behilflich ist. Die erste Frage
eher generell gehalten. In welchen Branchen wird MIDA insbesondere genutzt? Ja, gibt es danke. Da besondere Favoriten? Ich sage noch dazu, ich bin eigentlich in München geboren, aber okay. Nach vielen Jahren in Estland ist mein deutscher Wortschatz ein bisschen verrostet. Ich entschuldige mich, wenn ich vielleicht ein bisschen englische Buzzwords auch benutzen werde. Also was wir im Augenblick sehen, und MIDA ist noch ein relativ neues Produkt, ist, dass den größten Aufwand dazu haben wir, oder die meisten Nutzer haben wir in Telekom, mit Bänke, Energiefirmen. Aber dann haben wir auch in wirklich fast jeder Industriebranche ein oder zwei große Multinationals, wo sie sozusagen, die haben ein ganz großes globales Cloud-Footprint und dann benutzen das ziemlich überbreitend, weil ihre verschiedenen Systeme. Ah ja, und eins, das letzte habe ich vergessen und das ist eigentlich vielleicht auch das Interessanteste für mich als ehemaliger Beamte und das sind auch natürlich Regierungen. Absolut. Ja, das ist eben natürlich auch in verschiedenen Gesetzeslagen stattfindet und natürlich auch gesichert werden muss. Absolut. Wir haben diese Diskussion Gaia-X jetzt natürlich besonders in Deutschland und es ist noch nicht genau zu wissen, was Gaia-X sein wird. Das wird veröffentlicht jetzt in den nächsten Wochen und Monaten. Aber was ich jetzt schon sagen kann, ist, wenn wir uns den Rahmen von Gaia-X anschauen und von den Sicherheitsrahmen, die in Gaia-X gestellt werden, bin ich mir ziemlich sicher, dass MIDA wahrscheinlich das beste Monitoringsgerät sein wird, um das Niveau von Sicherheit zu schaffen, das Gaia-X eigentlich verlangt. Ja, also quasi schon jetzt konform für die Zukunft. Würde ich glauben, aber natürlich jetzt es kommt darauf an, genau was kann ich das behaupten, wenn wir schon wissen, was die Spezifikationen und was die Sicherheitsrahmen sind. Aber wenn wir uns andere ähnliche Systeme anschauen, dann wirklich können wir ein Niveau von Konformität garantieren, dass wirklich kein anderes Monitoring stattet. Das sind noch gute Nachrichten. Eine zweite Frage, auch eher generell gehalten. Meine Cloud-Lösung ist zertifiziert. Was bringt das oder was bedeutet das? Ja, also im Grunde genommen, es gibt heute eine Menge von Zertifikaten. ISO 27001 ist das größte dabei. In Deutschland hat man auch zum Beispiel einen IT-Grundschutz von der BSI. Und das sagen dann die meisten Cloud-Anbieter, ich bin ja eigentlich schon konform. Was das bringt, man weiß, dass dieser Anbieter ein bestimmtes Niveau organisationell hat und dass die einmal pro Jahr irgendwelche Kontrollen machen. Das bedeutet, es ist nicht das Schlimmste, das geschehen kann, aber eigentlich macht es sehr wenige Garantien entgegen konkrete Angriffe und man weiß sehr wenig davon, was im Augenblick geschieht. Und in dem Sinne, was wir sehen, ist, dass die Konformität auch in der Zeit sich ändert. Also heute sprechen wir von Konformität, die einmal im Jahr oder zweimal im Jahr gemessen wird. Jetzt spricht man schon von Continuous Compliance, das im Grunde genommen einmal pro Monat bedeutet. Aber ich würde sehen, dass in zwei oder drei Jahren, was schon für Konformität verlangt wird, ist, was MIDA heute anbietet. Also in dem Sinne, die Regulativrahmen bewegen sich auch in der Richtung, wo MIDA jetzt geht. Und der Grund dafür ist auch ganz klar, weil wenn wir von sehr schnell sich bewegenden IT-Prozessen sprechen, dann muss man wirklich real-time wissen, was geschieht. Einmal im Monat ist nicht sehr schnell. Das heißt, es ist besser als einmal im Jahr, aber nicht kontinuierlich. Genau. Absolut. Eine weitere Frage. Wie funktioniert das, jetzt kommt ein Buzzword auch für unsere deutschen Zuschauer, wie funktioniert das Blockchain-Element von MIDA? Ja, eine sehr gute Frage, weil man denkt eigentlich nicht im Bereich Cybersicherheitsprodukte von Blockchain normalerweise. Und ich sage gleich, wir stellen keine Daten in die Blockchain. Wir benutzen die Tatsache, dass die Blockchain und unsere Blockchain sehr riesige Datenmengen sichern kann oder dir Ankunft dazu geben kann, dass die Daten gesichert sind und dir dann erlaubt, später zu verifizieren, ob diese Daten geändert sind oder nicht. Und wir haben diese Funktionalität eingebaut in MIDA in einer Art und Weise, wo ich kontrolliere oder ich stelle ja her mit diesen Snapshots in meiner Cloud, was geschieht, aber da muss ich später irgendwo anders kontrollieren, ob diese Snapshots eigentlich der Wahrheit entsprechen, ob sie wirklich im richtigen Moment genommen wurden. Das mag eine Sekunde später sein, aber es mag auch ein Jahr später sein. Ja. Und die Blockchain macht dies möglich und dank denen dann ist es möglich, dieses distribuierte Sicherheitssystem zu haben, wo teilweise die Rechnungen schon in der Cloud stattfinden, teilweise finden sie statt wie üblicherweise bei
bei jeglichen anderen Sicherheitssystemen auf deinem eigenen System. Und teilweise ist das eine Frage von den Auditoren. Und was die Blockchain erlaubt, ist, dass man weiß, dass die Wahrheit, die man ein Jahr später sieht, die gleiche ist, die man im System hatte. Unveränderlich. Genau. Ja, absolut. Genau, für unsere Freunde der DSGVO ist es natürlich wichtig, dass die Daten nicht direkt auf der Blockchain gespeichert werden. Genau. Das ist auch gut so. Funktioniert MIDA mit Datenzentren vor Ort und Legacy-Systemen, die damit verbunden sein könnten? Ja, im Grunde genommen ja. Also MIDA kann eigentlich mit als generisches Produkt kann mit allen IT funktionieren. Und wie ich auch am Ende sagte, wir arbeiten daran, MIDA zu integrieren in 5G-Netze, in IoT-Lösungen. Wir sind am besten vorbereitet für Cloud heute, weil wir haben wirklich die Templates, die Konfigurationen, die Komponente, die man für Cloud braucht, schon alle vorbereitet. Mhm. Wenn man sein Legacy-Datenzentrum hat, dann braucht es vielleicht ein bisschen mehr Integration. Aber das Positive daran ist, wenn das schon einmal gemacht hat, dann kann ich in einem Ort sehen, so was in meinem Datencenter oder meinen On-Premise-Rechnern geschieht, wie auch was in meinem Cloud geschieht. Und ich kann das alles zusammenbringen auf eine Ansicht. Und das ist wirklich, finden wir, ziemlich unikal. Dieses Dashboard insgesamt, genau, wo man einfach einen guten Überblick hat. Genau. Faire Frage. Wie funktioniert euer Geschäftsmodell mit dieser Lösung? Das heißt, was ist da der Ansatz? Ja, also es gibt ein paar Möglichkeiten, wie wir das Pricing machen können. Mhm. Ob das jetzt pro Maschine ist, ob das ein License-Fee ist für die Gesamtlösung. Aber am Ende des Tages, das ist ein Software-as-a-Service wie viele andere. Und dann hat man ein License-Fee oder ein Subscription-Agreement mit uns. Diese Flexibilität, die gefällt mir generell bei estnischen Unternehmen. Das heißt, man lässt sich da gerne auf den Kunden ein und findet auf jeden Fall eine Lösung. Lukas, für den Moment vielen Dank an dich. Vielen Dank natürlich auch an die anderen Vortraghalter. Vielen Dank auch an das Publikum für die spannenden Fragen. Wir haben natürlich mehrere Fragen gesehen vom Publikum und das soll auch weiterhin so bleiben. Wir würden uns besonders freuen, wenn alle Teilnehmer uns Feedback zur heutigen Veranstaltung geben könnten. Die Fragen finden Sie unter dem Tab Abschluss des Seminars bei WorksUp. Für den Moment bedanke ich mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund und seien Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei.